Na, sind wir schon wieder auf dem Weg nach oben? Die Frage, die sich jemand gestellt hatte letztens, ist durchaus berechtigt. Mensch, Rüdiger, guckst du dir jetzt jeden kleinen Rücksetzer an? Ja, natürlich Intraday schon. Im Übergeordneten ist das natürlich erstmal nicht so sehr relevant, das ist keine Frage. Aber ich weiß, dass viele ja auch nachmittags aktiv sein wollen und dementsprechend sich überlegen, soll ich jetzt heute mich eher long tendenzieren oder short orientieren, was wäre jetzt so die Hauptrichtung, lässt sie sich erkennen oder eben nicht. Ich halte die Füße nochmal still, bis was passiert. Und da sind wir genau an dem Punkt, der jetzt im Moment für mich relevant ist. Ich gehe mal auf den FDAX und dann schauen wir mal so im 15-Minuten-Chart oder für uns Intraday-Freunde im 5-Minuten-Chart, wie sieht denn die Bewegung aus? Und ich hatte es gestern so ein bisschen angedeutet, ja, so ein bisschen langsam ging es ja runter. Sehr, sehr korrektiv, also korrektiv wegen dieser vielen Überschneidungen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das, was wir bisher auf der Aufwärtsseite haben, mich auch noch nicht wirklich überzeugt. Also wenn ich mir das angucke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mit den vielen Rücksetzern hier in beide Richtungen irgendwie noch nicht so ganz so dolle. Vorzugsweise vorläufig vielleicht eher sogar noch mal ein bisschen nach oben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, guckt euch das mal an, dann haben wir hier so dieses mit dem Trendkanal. Ich weiß nicht, so richtig überzeugt bin ich aktuell noch nicht. Wann würde man mich wieder überzeugen können? Naja, sagen wir mal so, wenn das wirklich hier korrektiv ist, das ist zwar nicht wunderbar, aber nehmen wir mal an, wir würden das letzte Zwischentief hier durchstoßen, das Tief vom 1. Juni, ungefähr bei 14.377. Dann sehe ich zumindest mal eine Chance, dass der Kurs den Arm, den wir hier vorangeschickt hatten, da hinten auch nochmal macht. Dann sind die Ziele zwar einigermaßen übersichtlich. Ihr seht, dass diese 1:1-Projektion hier, die ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig weit dann noch nach unten. Aber das wäre zumindest mal dann vorläufig kein gutes Zeichen für die Long-Seite. Also man hätte dann zumindest mal eine Orientierung. Solange das nicht der Fall ist, würde ich sagen, latent nach oben schleppend, aber völlig ohne Begeisterung. Und wenn ich mir was wünschen darf, fände ich diesen Rücksetzer gar nicht so schlecht. Dann hätten wir wieder eine ordentliche Korrektur abgearbeitet und könnten von dort dann weitermachen. Das passt nämlich auch ganz gut in das amerikanische Bild, denn die Amerikaner sind eigentlich da relativ ähnlich unterwegs. Auch hier seht ihr, wenn wir mal das angucken, ist das eine Aufwärtsbewegung? Ja, ist es ganz offensichtlich, denn wir waren mal da unten, jetzt sind wir da irgendwo. Das ist natürlich definitiv eine Aufwärtsrichtung und dementsprechend eher etwas, was für die Kaufseite, naja, also wenn ich ehrlich bin, das sieht doch so korrektiv aus. Meine Begeisterung hält sich extrem in Grenzen. Für die ganz kurzfristigen unter euch, die jetzt heute Nachmittag so ein bisschen hin und her spielen wollen, ist die letzte Bewegung zumindest mal eine einigermaßen scharfe Abwärtsbewegung. Achtet mal drauf, wenn ihr wackelige Aufwärtsbewegungen bekommt, nochmal so ein bisschen die Fortsetzung. Wäre nicht so schlecht, wäre nicht so untypisch. Also auch das würde diese Abwärtsseite gerne nochmal spielen. Ich habe das hier im S&P natürlich ganz genauso, da müssen wir nicht das im Haarklein nochmal besprechen. Die Aufwärtsseite wackelig, die Abwärtsseite irgendwie wackelig. Sieht so nach der Endphase aus. Ich habe es hier auf der linken Seite, ihr seht das im 4-Stunden-Chart, mal so angedeutet. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir nochmal einmal nach oben gehen, so die Zielrichtung 4.250 in etwa. Das ist aber sehr vage, also jetzt nicht auf Millimeter genau geguckt, einfach mal so ein paar Projektionen von internen Bewegungen, einfach, dass wir irgendwie sowas vielleicht bekommen. Und das würde ich mir dann wünschen, wenn wir dann eine Korrektur bekämen, dann hätten wir wieder einen ganz tollen neuen Einstieg für die Long-Seite. Jetzt hier so, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich finde es leidlich attraktiv. Und ihr seht ja auch jetzt wieder, ich hatte eben gerade beim Dow, vor wenigen Sekunden hatte ich das gezeigt und wenn es dann wackelig hochgeht, ja, steil runter ging es, aber auch eben wieder so hoch. Die Marktteilnehmer haben keinen Plan und wenn die keinen Plan haben, habe ich es erst recht nicht, denn ich muss ja immer das machen, was die Marktteilnehmer machen. Und wenn ich erkenne, dass sie offensichtlich nicht willens oder in der Lage sind, eine Richtungsentscheidung zu fällen, dann werde ich nicht denen die aufdrängen oder aufdrücken, sondern werde sagen, dann halte ich mich da zurück. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil man sagt, ja, aber am Ende bewegt er sich doch und dann bin ich nicht mehr dabei. Ja, das ist schon möglich, aber es ist halt mehr oder weniger ein Zufallsereignis aus aktueller Sicht, weil beide Szenarien ganz klar unattraktiv sind und die Frage nicht nachher ist, was ist das Bessere, sondern was ist das weniger Schlechte. Also dementsprechend, fassen wir das mal zusammen, was wir bei den Indizes haben. Ich sehe eine sehr gute Chance, dass die gesamte Bewegung irgendwie so aussehen wird.
noch nicht genau wissend, ob diese Korrektur schon abgeschlossen ist oder nicht. Das Bild, was ich hier im 4-Stunden-Chart jetzt beim Nasdaq gezeichnet habe, wäre eigentlich perfekt, wenn sich darauf eine klassische Korrektur eben anbietet in diese typische Zone. Die muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal zeichnen, zumal ich den Hochpunkt ja noch nicht habe. Das können wir dann sicherlich morgen oder die Tage, wenn sich es dann ergibt, und dann wieder einzusteigen. Nasdaq jetzt im Moment einigermaßen gut auf der Long-Seite, aber machen wir uns nichts vor, so richtig toll ist das hier als Anstieg noch nicht. Wenn man mich beim Nasdaq fragen würde, würde ich aber die Long-Seite nehmen. Also, zusammengefasst, Nasdaq, 5-Minuten-Chart, eher Long, wenn er wackelig runterkommt, die Long-Seite handeln. Gefällt mir zumindest besser. Auch das hier, der Anstieg, diese Wackelei hier runter, Longseite besser. Das heißt, für all diejenigen, die den Nasdaq im Auge behalten, wartet auf wackelige Abwärtsbewegung vorläufig eher Long. Beim Dow Jones hatten wir das umgekehrte Bild im 5-Minuten-Chart. Wenn er stark runtergeht, wackelig hoch, dann eher Short. Und wer jetzt verzweifelt ist und sagt, das kann doch nicht sein, der eine fällt doch nicht, der andere steigt doch nicht. Völlig richtig, das ist vielleicht nicht so typisch, wobei die Märkte nicht immer gleich laufen. Aber wenn der wackelig hochkommt und hier triggert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nasdaq wackelig runter und nach oben triggert, ist nicht sehr hoch. Das heißt, entweder werde ich bei dem einen Long getriggert oder bei dem anderen Short. Das heißt, meine Longs überlege ich mir und bereite dann vor bei dem Nasdaq, ob sie ausgeführt werden oder nicht. Während die Short-Seite überlege ich mir und bereite ich vor beim Dow Jones, ob sie ausgeführt werden oder nicht. Ich hoffe, dass das so ein bisschen so ein Ansatz ist für euch, dass ihr nachvollzieht, wie wir denken, dass wir nicht einfach sagen, ich mache jetzt da einfach. Das halte ich nicht für einen sehr cleveren Ansatz. Der Markt muss es entscheiden, der Markt muss es dann eben auch ja mittragen und dementsprechend sage ich, ja, dann bereite ich mich darauf vor und wenn du triggerst, gehe ich rein, wenn du nicht diese Marken auslöst, dann halt entsprechend nicht. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Die richtige Entscheidungsfindung geht mit dem Markt und nicht so sehr nach eurer Meinung, sondern guckt das, was die Marktteilnehmer tun. Die schwache Seite abwarten, triggern lassen, mit der starken mitlaufen. Das klingt vernünftig. Dafür drücke ich euch beide Daumen. Bis dann. Ciao, ciao.